Ja, nur kurz zur Orientierung. Ihr seid in der analytischen Geometrie, rechnet mit Vektoren. Ihr solltet besprochen haben, wann Vektoren linear unabhängig sind. Und für viele sind die Beweise als Teilgebiet immer relativ schwierig, weil nicht wirklich viele Zahlen vorkommen. Ich möchte euch hier deutlich machen, wie einfach es sein kann. So ein Klassiker ist, ihr habt ein Parallelogramm. Der Text ist natürlich noch ein bisschen ausgeschmückter. Und ihr sollt zeigen, dass die Diagonalen sich immer in der jeweiligen Mitte treffen. Also hier die Diagonale DB und hier die Diagonale AC treffen sich in M. Vielleicht steht das auch noch da und das ist dann jeweils genau die Mitte. Und jetzt, wie geht ihr ran? Ihr werdet sicherlich gelesen haben, geschlossene Vektorkette. Das ist der eine Punkt. Ihr müsst also um diesen Mittelpunkt, denn darum geht es ja, müsst ihr jetzt irgendwie eine Vektorkette basteln. Und ich schaue mir jetzt mal die Vektorkette an. Ich gehe hier los. Geh nach M, geh dann von M nach B, geh dann von B wieder zurück nach A und lande genau wieder bei dem Ursprung, wo ich losgegangen bin. Das ist die geschlossene Vektorkette, nur die drücken wir jetzt nicht mit AM, MB aus, sondern AM ist ja genau die Hälfte oder soll die Hälfte vom AC-Vektor sein. Das wissen wir aber noch nicht, deshalb tun wir jetzt mal so, als würden wir es noch nicht wissen. Also schreiben wir T mal AC-Vektor. Und nochmal, ihr fangt an, ihr sucht euch die geschlossene Vektorkette um das rum, worum es geht. Das soll hier der Mittelpunkt sein, dort treffen sich ja die Diagonalen. Ihr macht euch erstmal die Vektorkette klar und sagt euch dann erstmal AM, das wäre AC die Hälfte, aber das wollen wir ja erst noch beweisen, deshalb schreiben wir hier einen Parameter hin. Also AC, T mal der AC-Vektor, da bin ich im günstigen Fall dann hier, plus. Und jetzt brauchen wir den hier, das wäre der dB-Vektor, S mal, im besten Fall kommt dann da auch ein Halb raus. Und jetzt kommt es plus BA-Vektor, da muss ich nichts machen, denn der ist ja immer gleich. Da kann ja nichts passieren. Wir wollen ja nur zeigen, dass das hier genau im Mittelpunkt ist. Und das ist dann gleich der Nullvektor, weil ich dann eben wieder am Anfang bin. Jetzt kommt der Trick bei der ganzen Geschichte. Jetzt müsst ihr euch das Paket hier angucken und wir haben im Prinzip den Richtungsvektor A-Vektor und den Richtungsvektor B-Vektor zur Verfügung. Und jetzt erbasteln wir uns die Dinger nur mit A und B, denn dann haben wir nur noch zwei Unbekannte und dann kommt gleich der letzte Schritt. Der AC-Vektor von A nach C wäre A plus B, also kann ich den AC-Vektor ausdrücken mit A plus B-Vektor. Das hat man ganz am Anfang gemacht. Von A nach C kann ich auch anders ausdrücken. A-Vektor plus B-Vektor. DB kann ich ausdrücken. Achtung, jetzt müsst ihr aufpassen. Minus B zurück plus A. Also, der DB-Vektor wäre minus B zurück plus der A-Vektor. B nach A ist auf jeden Fall minus A. Gleich der Nullvektor. Jetzt müsst ihr ein bisschen rumbasteln, das ist eigentlich kein Rumbasteln, das ist eigentlich nur ausmultiplizieren. Wenn ich jetzt ausmultipliziere, t mal a-Vektor plus t mal b-Vektor minus s mal b-Vektor. Das ist jetzt, für manche ist es ein bisschen langweilig, aber ihr müsst euch jetzt nur noch konzentrieren. Ihr sucht euch alles raus mit a, klammert a dann aus. Was bleibt übrig, wenn ich ausklammere das a? Es bleibt übrig t. Minus, hier bin ich plus S, mich selber orientieren, minus und Achtung, was steht hier vor? Eine 1. So, was kommt dazu? Plus, jetzt schaue ich mir die hier an, B-Vektor hole ich noch raus, was bleibt übrig? T minus S, gleich Nullvektor. Und jetzt sind wir bei der Geschichte, da hatte ich am Anfang nochmal drauf hingewiesen, wann sind Vektoren linear unabhängig? Jetzt muss bei der Geschichte hier jeweils gleich 0 rauskommen. Das haltet ihr dann fest im Gleichungssystem. T plus S minus 1 gleich 0 und T minus S muss gleich 0 sein. Jetzt sind wir beim Paket Gleichungssystem lösen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt mal relativ schnell. Ich addiere beide. Dann bleibt übrig 2T, denn 1T plus 1T ist 2T. Ich habe das Ganze gemacht, damit S weg ist. Bleibt minus 1 gleich 0, 1 rüber durch 2 teilen, das könnt ihr ganz entspannt nachrechnen, haben wir ein Halb. Wenn wir noch einsetzen und S rauskriegen,
kriegen wir auch ein Halb raus. Und dann ist der Mathematiker zufrieden, dann hat er gezeigt, egal was man hier einsetzt, auf jeden Fall kommt jeweils ein Halb raus. Und das wollten wir ja zeigen, dass genau die Hälfte von AC, dass wir hier landen, und von DB auch genau die Hälfte die Geschichte ist. Also nochmal vielleicht kurz, schaut euch das Paket an, worum es geht. Hier in dem Fall, da soll sich irgendwas treffen. Das heißt, darum eine geschlossene Vektorkette basteln, die entsprechend mit den vielfachen Ausdrücken, aber allgemein. Wir wussten ja hier, dass es ein Halb eigentlich ist. Das sollen wir aber zeigen, deshalb machen wir es allgemein mit einem Parameter. Und dann außen drumherum haben wir hier A-Vektor und B-Vektor. Da ersetzen wir dann, röppeln ein bisschen zusammen und können dann durch Ausklammern, wenn wir nur noch zwei hier haben, entsprechend dann den nächsten Schritt machen, dass die Pakete null sein müssen, Gleichungssystem lösen, und fertig ist die Geschichte.